etwas auf die Schnelle. Es gibt ja dieses Konzept des herausfordernden Verhaltens. In der Literatur nennt man das auf BPSD, also Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Im Mittelpunkt dieses Verhaltens steht die sogenannte Agitiertheit. Und darunter versteht man Menschen, die sehr unruhig werden, die sehr angespannt sind, teilweise auch so einen Negativismus haben, eine Feindseligkeit, sehr erregt sind. Für diese Menschen, da gibt es eine enorme Fülle von Forschungen und da werden in der Regel so bestimmte Interventionen empfohlen. Jetzt war zum Beispiel gerade noch eine große Übersichtsarbeit von Scales im The Gerontologist. Das ist so die amerikanische Hauspostille der dortigen gerontologischen Gesellschaft. Naja, und da empfehlen sie so die üblichen Dinge. Also man soll so multisensorisch stimulieren, zum Beispiel mit Snuseln. Man soll psychosozial was machen, also zum Beispiel Erinnerungsarbeit leisten. Und dann sprechen die auch noch über Pflegeprotokolle. Das ist so eine Idee, dass man versucht, möglichst so Routinen und Rituale von Menschen so aufrechtzuerhalten, wie sie es kennen, damit es kein Widerstandsverhalten oder Abwehrverhalten gibt. Spannend war, dass in einer sehr großen englischen Studie von Mellon 2019, also aus diesem Jahr, Mitarbeiter befragt wurden, ob sie diese Möglichkeiten überhaupt nutzen. Und wenn sie die nicht nutzen, was sie denn stattdessen machen? Und das Ergebnis war spannend. Die haben nämlich gesagt, dass sie all diese Sachen gar nicht tun. Also die gibt es weder multisensorische Stimulationen, noch sehr viel Erinnerungsarbeit, noch so viel Pflegeprotokoll. Das machen die gar nicht. Stattdessen empfehlen die ganz andere Sachen. Zum Beispiel die jeden Menschen individuell behandeln. Für Schmerzfreiheit sorgen ist ganz wichtig. Sich für Gespräche Zeit nehmen. Den Ursachen eines Verhaltens nachgehen. Möglichst viel Bewegungsraum und Bewegungsfreiheit bereitstellen. Und die einzige Intervention, die sie dann erwähnen, die sich so ein bisschen deckt, das ist Musik und Tanz. Ja, also das beschreiben die so. Und im Endeffekt sagen sie, Kommunikation und Interaktion mit diesen Menschen, sich Zeit nehmen, ist sehr viel wichtiger als diese ganzen sogenannten evidenzbasierten Interventionen, mit denen sie in der Praxis gar nichts anfangen können. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, so wo man jetzt mal mit der Forschung erforscht hat, ob die Leute auch das tatsächlich tun, was ja eigentlich das ist, was man tun soll. Und dann sagen die Pflegenden, den machen wir nicht. Wir machen was ganz anderes. Also da sieht man eine enorme Distanz zwischen dem, was sozusagen evidenzbasierte Forschung empfiehlt und dem, was Pflegende praktisch eigentlich für sicher halten. Woran liegt das nur? Interessante Frage. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang noch eine andere Studie, die fand ich wirklich spannend. Und zwar gibt es in diesem Umfeld herausfordernden Verhaltens so ein dominantes Modell, das nennt sich Need-Driven Compromised Behavior, heißt so viel wie bedürfnisgetriebenes, aber kompromittierendes Verhalten. Nun ja, die Annahme ist, die Leute haben ein Bedürfnis, haben eine innere Not, die können sie aber nicht kommunizieren und deswegen werden sie agitiert, unruhig, verhaltensauffällig. Ja, und da hat man jetzt ein interessantes Experiment gemacht, nämlich man hat sich gesagt, okay, wenn also solche Menschen mit einem unerfüllten Bedürfnis umgeben sind von Mitarbeitern, die sehr gestresst sind, die schlecht ausgebildet sind, die überlastet sind, dann müssten eigentlich die BPSDs oder die Agitiertheit zunehmen. Und umgekehrt, wenn die Menschen in einem Umfeld leben, wo die Mitarbeiter sehr gut ausgebildet ist, wo man eine personenzentrierte Pflegehaltung hat und so weiter, dann müssten diese Verhaltensweisen eigentlich abnehmen. Das hat man dann so in einem randomisiert kontrollierten System verglichen, also hier Einrichtungen, die das machen und dort Einrichtungen, die das nicht machen und hat das über 16 Monate laufen lassen und verglichen und das Ergebnis ist kein Unterschied. Kein Unterschied. Das heißt, ob die Personen dann in einem Umfeld leben, wo Mitarbeiter besonders für sie fortgebildet sind oder nicht, macht in puncto Verhaltensauffälligkeit oder herausforderndes Verhalten offensichtlich erstmal keinen Unterschied. Die Autoren Layburn und andere sind das in einem Projekt, das nennt sich MARQ, also MARQUE, MARQ. Die bieten eher eine neurologische Erklärung an. Die sagen, also gerade bei der Agitiertheit ist es eher so, dass die Leute einfach durch die kognitiven Defizite ihrer Umgebung nicht mehr verstehen.
Also die kapieren nicht mal, was da passiert. Und wenn man Dinge nicht so routinisiert wahrnimmt und verarbeitet, dann wird man aufmerksamer. Das heißt, ich gucke mich beständig um und schaue so, was passiert denn jetzt hier und was denn hier los? Und ich kann das nicht mehr einordnen, nicht mehr verstehen. Und dadurch, dass ich das nicht mehr verstehen kann, werden Ängste wach. Und jetzt kommt das Zweite, nämlich nicht nur sind die kognitiven Funktionen beeinträchtigt, sondern auch die Fähigkeit, die eigenen Affekte zu regeln, also die sogenannte Affektregulation oder Affektmodulation. Da ist nämlich so ein Gerät, Hippocampus, das in der Regel bei sehr starken Emotionen sich einschaltet und dann einem sagt, na, richtig, mach nicht so auf, das schaffst du schon, da bist du schon früher mit klargekommen. Genau das funktioniert aber in der Demenz eben auch nicht mehr. Das heißt also, Ängste werden wach, die können nicht mehr runterreguliert werden und das Ergebnis ist, die Leute werden immer aufgeregter und erregter und angespannter. Das ist so deren Erklärung. Ja, das heißt nicht, dass Menschen mit Demenz nicht unerfüllte Bedürfnisse haben. Das heißt nicht, dass dieses Modell, need-driven, compromised, also bedürfnisgetriebenes Verhalten, nicht auch hier und dort mal zutrifft. Das heißt aber, dass es wohl doch viele Zustände von Erregtheit, Agitiertheit und anderem herausfordernden Verhalten gibt, wo die nicht gesehenen oder nicht ausgedrückten Bedürfnisse eine Rolle spielen sollen, wo dem nicht der Fall ist. Also wo diese Bedürfnisse keine wesentliche Rolle für dieses agitiertes Verhalten spielen. Ja, soweit mal so ein kurzer Rundumschlag über ganz interessante, spannende Forschungen. In einem der nächsten Newsletter kommen die Sachen noch rein, da könntest du dann nochmal nachlesen. Bis dahin erstmal, Christian Müller-Hergel für heute, das war's. Tschüss auch.